So, jetzt bin ich hier an einem der Punkte, wo Jakartas Tourismus beginnt, im holländischen Viertel, hier auch mit dem Museum Bank Indonesia, aber muss ehrlich sagen, ich glaube, viel gibt es nicht hier. So, jetzt sind wir an dem Touristen-Hotspot in Jakarta, im holländischen Viertel, der alte Platz. Wollen wir auch das Café Bijbia, gehe ich jetzt gleich rein. Und hier der alte Kolonialplatz mit dem Palast und ein paar Kanonen. Und was Schönes da drüben, ein paar, ich weiß nicht, was für Touristen sie sind, irgendwelche Damen mit Hüten auf pinken Fahrrädern. Ja, gleich nochmal näher beleuchten. So Martin, ich habe eine Tasse Kaffee vor mir stehen, das ist der weltbekannte Kobi Luwak, der Meerkatzen-Kack-Kaffee. Kostet mich auch nur stolze 8 Euro die Tasse hier, wo hier Kaffee eigentlich nichts kostet, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, weil ich es gelesen habe, dachte ich mir, das muss ich jetzt mal trinken, ich als Nicht-Kaffee-Konnoisseur eigentlich Perlen vor die Säue, aber naja, Hauptsache für den Arsch. So, jetzt habe ich den tollen Kobi Luwak mal probiert. Ja, schmeckt echt ein bisschen sauer und verflixt nussig. Ich weiß nicht, ob das Nussige wirklich positiv ist, aber der hat schon einen sehr eigenen Geschmack. Ja, kann man durchaus trinken, aber das wurde wahrscheinlich mein letzter gewesen sein. So, um mein verschwenderisches Kolonialleben hier zu krönen, habe ich mir noch ein Clubfestsandwich mit Pommes bestellt, was so gar nicht nach Indonesien passt. Aber natürlich super hier in die Räumlichkeiten. So, jetzt bin ich hier am Nationalmonument. Größer, schöner, weiter. Fehlt eigentlich nur, da haben wir das Siegel oben on top. Man sieht, es ist geschlossen, warum auch immer. Aber ich wäre eh nicht rein, hätte mich eh nicht interessiert. Daher hier nur ein kurzes Bild. So, für Corrie soll ich ein Papadang essen. Und ehrlich gesagt interessiert mich auch. Das heißt, man bekommt jetzt hier so unterschiedliche Schälchen mit ganz unterschiedlichen Essen. Und die, die ich anrühre, die muss ich nachher auch bezahlen. Alle die anderen, die ich nicht anrühre, die muss ich auch nicht bezahlen. Und ich habe jetzt hier schon mal angefangen. Und hier links vorne ist irgendwas, schmeckt ein bisschen wie Paprika. Super scharf mit Ingwer, aber wahnsinnig lecker. Dann haben wir hier ein Ei. Das Ei ist eigentlich auch super. Tolle Würzung. Und was ich auch schon probiert habe, ist hier so ein Stück Rindfleisch. Und dieses Stück Rindfleisch, das ist ganz was Komisches. Schmeckt echt gut. Ich weiß noch nicht nach was und wie das gemacht ist. Also diese Soße da drumherum, klasse. Ja, hier eine Asiatisch-Spieße, die habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es einfach nur Hühnchen ist oder irgendwelche Hühnchen-Innereien. Und da hinten ist ganz normales Hühnchen. Hier sind Chips und hier ist ein Fisch. Fisch hatte ich jetzt genug die letzte Zeit, deswegen kann ich den auch mal in Ruhe liegen lassen und konzentriere mich mal auf die anderen Sachen hier. So, jetzt habe ich alles probiert. Ich muss sagen, also dieser Satispieß ist irgendwie kein Huhn, es ist festes Fleisch, keine Innereien, aber naja, hätte ich es gewusst, hätte ich so nicht bestellt, muss ich sagen. Ein bisschen zäh. Aber das Ganze ist super schmackhaft, muss aber sagen, auch super scharf. Also mir brennt die Fresse. Aber das Schöne ist, vorab schmeckt man immer erstmal die Flavors. Hier bei dem Rindfleisch, das schmeckt irgendwie total nach Kokosnuss.
es wahrscheinlich irgendwie geröstete Kokosnuss oder auch hier der Ingwer in diesem Paprika oder Spinat, was es ist, einfach super, ja, kann man nichts sagen. Aber eigentlich sollte man hier mit einem ganzen Stapel von Freunden her, ich glaube, dann ist es eine richtig schöne Essenstour. So, zum Nachtisch gönne ich mir noch hier so einen Pfannkuchen mit dem grünen Zeug drauf. Sieht super interessant aus. Keine Ahnung, wie der schmeckt. Der bereitet den jetzt, glaube ich, nochmal irgendwie zu in der Hitze. Und, ja. Oh, die Teile sind geil. Jetzt mal probiert. Schmecken halt wie Crepe. Irgendeiner Kokosnussfüllung. War super lecker. Kann man immer nur empfehlen. Teuer waren sie auch nicht. Hier, indonesische Polizei. You can run, but you can't hide. Nix mit Protect und solchen kleinen Lügen. So sieht es aus, wenn in Jakarta an der grünen Ampel alle losfahren. Hat ein bisschen was von einem Motorradrennen. Sieht man nicht nur an manchen Kreuzungen, sondern eigentlich fast an jeder Kreuzung. Alle Motorradfahrer bündeln sich vorne, um dann alle gemeinsam loszufahren. Und dann kommen erst die Autos dran. So, bin jetzt mal durch die ganze Stadt gereist, weil hier ein berühmtes Streetfood-Restaurant ist mit Rinderrips. Und das wollte ich mir jetzt mal reinziehen, weil ich echt Hunger habe. Und heute ist eh so ein Lazy Day, wo ich ein bisschen Video mache und nicht viel mehr. Und bin jetzt echt eine Stunde hier durch die Stadt gejuckelt, um hier mal zu gucken, was es so gibt. Ja, eine Empfehlung von einem YouTuber. Schauen wir mal. Ich werde euch gleich mitnehmen. So, Folks, jetzt habe ich mir mein Essen bestellt. Ich habe jetzt die Rips und eine Suppe und hinten diese Reis-Patties. Alle Spezialitäten. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wahrscheinlich wieder sauscharf. Sambaloli gibt es natürlich auch. Bin ich mal gespannt. Sieht ebenfalls super, super lecker aus, das Ganze. Ja, und freue mich jetzt drauf. Ja, so viel mal vorweg. Also die Brühe ist total geil. Das ist so mit Zwiebeln. Und das ist die Brühe, in denen die Rips hier quasi gekocht werden, bevor sie gegrillt werden. Und daher schmeckt die echt total klasse. Die Rips sind auch total geil. Ich habe jetzt zwar ein bisschen einen Chewy-Teil, also mit viel Sehnen drin, aber das Fleisch ist echt super lecker und zart. Und dazu diese Reiskekse hier in Bananenblätter eingewickelt. Und vor allem auch, man sieht hier das Sambalolek, das ich echt liebe, weil es hier nicht nur scharf ist, sondern auch wahnsinnig fruchtig und schönen Geschmack hat. Übrigens super. Ja, kann ich nur empfehlen. Super lecker. Esse ich mal fertig hier.